Soziale Isolation, Bewegungsarmut und fehlende frische Luft. Oder sagen wir einfach Computerspiele. Guten Morgen! Ja, sicher haben Computerspiele auch immer mal ein paar positive Seiten, wie die Erhöhung der Multitasking-Fähigkeit oder die fehlende Wahrscheinlichkeit, dass einer Dachziegel auf den Kopf fällt. Aber machen wir uns nichts vor, Computerspielen ist nicht die gesündeste Tätigkeit. Und ja, entsprechend habe ich auch schon seit ungefähr knapp 10 Jahren nicht mehr wirklich Computer gespielt. Und ich habe mich stattdessen, wie es sich von meinem Alter gehört, für einen Kleingarten entschieden. Aber nun begab es sich, dass im letzten Live-Talk, letzte Woche, ich verlinke euch das oben in den Infokarten, der Gabriel, 14-Jähriger, und ja, und andere dann Zuschauer auch, mir dieses Pokémon Go oder Pokémon Go vorgestellt haben. Nun muss ich ehrlich gestehen, dass ich kein großer Fan von diesen Anime-Serien bin. Generell hat mich Pokémon oder wie auch immer das heißt, nie gereizt. Im Gegenteil, ich fand das irgendwie immer tendenziell abstoßend. Aber mir ist auch nicht entgangen, dass die Straßen voll von Pokémon Go-Spielern sind. Und da das Konzept durchaus als revolutionär zu bezeichnen ist, habe ich, wie so meine Art ist, ja, die Sache nun auch getestet. Auch da es kostenlos ist und ja, was habe ich im Endeffekt zu verlieren gehabt? Denn das Spiel wird nicht am Computer gespielt, sondern in der Natur. Da ich nun langsam wieder in Tritt komme nach meinem Muskelbündelriss, ist es für mich eine willkommene Gelegenheit, mal ja, mich ein wenig sportlich unters Volk zu werfen und zu schauen, was da dran ist an diesem Programm. Das Spielprinzip ist extrem simpel. Man läuft durch die Straßen mit seinem Handy in der Hand und sammelt diese kleinen Tiere auf, diese Pokémons. Das sind eine Art Kuscheltiere. Die können quasi jederzeit irgendwo auftauchen. Das Begegnen, wenn ich davon rede, wir begegnen den Kuscheltieren, dann begegnen sie uns natürlich nicht auf der Straße, sondern sie werden auf dem Handy angezeigt. Und dann muss man sie mit einem Ball bewerfen. So wie beim Rummeln müsst ihr euch das vorstellen. So ein Ball müsst da auf dieses Kuscheltier werfen. Wenn man sie trifft, dann schließen sich die Kuscheltiere einen an, also einem an. Das heißt, ja, wir werden dann immer mehr Kuscheltiere haben. Dann gibt es noch an Sehenswürdigkeiten in der Stadt die Möglichkeit, neue Bälle zu sammeln. Wie gesagt, das Spielprinzip ist extrem simpel. Aber was wird natürlich getriggert? Na genau, die Sammelleidenschaft. In meiner Wohnung bin ich ja gerade am Minimalisieren. Wer mich auf Facebook verfolgt, Link gibt es unten in der Infobox, der wird auch sehen, ja, wie es da vorangeht. Aber natürlich ist das neuronale Netz des Sammelns auch bei mir immer noch zugegen und ja, glücklicherweise kosten Kuscheltiere auf dem Handy keinen Platz. Also dieses Pokémon-Konto aktiviert und draußen losgezogen mit dem Handy in der Hand. Und was soll ich sagen? Ich laufe nun durchschnittlich 15 km pro Tag und zwar mit Freude und Spaß. Ich muss mich nicht zwingen, heute mal wieder Sport zu machen, sondern ich freue mich auf die Zeit. Das Spiel ist angenehm simpel und nichts Anstrengendes und quasi so ein kleines Minigame, was nebenher läuft. Aber es liefert eben genug Motivation, noch ein Stück weiter zu laufen, als ich es machen, unter normalen Umständen machen würde. Und noch ein Kilometer, noch ein Kilometer. Vielleicht finde ich ja noch ein Kuscheltier. Vorher bin ich am Tag 2-3 Kilometer gelaufen. Mal einkaufen oder im Garten hin und zurück zu Hanna gelaufen oder zu meinen Eltern und so weiter. Aber nun mache ich wirklich fast täglich quasi fast einen Halbmarathon. Ich habe natürlich immer noch jetzt nach den ersten Tagen, Wochen kann man schon fast sagen, Dauermuskelkater. Aber das sind gesunde Schmerzen und der Oberschenkel, also der Muskelbündelriss, der scheint auch zu halten. Weil Laufen ist einfach die natürlichste Form der Bewegung und da ich auch im Ballengang laufe, Video dazu poste ich euch oben, ist es natürlich noch doppelt gesund und ich kann natürlich den Ballengang auch immer weiter trainieren. Ich habe 35 Jahre oder 36 Jahre ganz normal im ganz normal für unsere heutige Gesellschaft im Fersengang gelaufen und dadurch bin ich mit dem Gelenk aufgesetzt und nicht eben, wie sich das gehört, vorne mit den Ballen. Und ja, und das kann ich halt auch zeitgleich mit trainieren, mit diesen langen Runden, die ich jetzt laufe. Ja, und ich sitze natürlich zwar sowieso nicht, aber für viele andere ist das natürlich ein Argument, man sitzt weniger. Denn Sitzen ist die schlimmste Körperhaltung, die es überhaupt gibt. Siehe dazu auch unbedingt das Video oben in den Infokarten zu dem Thema.
Ich laufe nun quasi 3 Stunden durchgängig am Tag rum. Mindestens 3 Stunden. Ihr könnt mich auch täglich bei Strava verfolgen. Da seht ihr jeden Tag, welche Strecke ich laufe. Wenn ich mal wieder das GPS-Gerät abdampft, da ist nämlich der Akku häufiger mal leer, muss ich mir vielleicht noch was einfallen lassen. Ja, und wenn ich dann so auf die Straßen blicke, ich lebe in einer Kleinstadt, da sind plötzlich total viele Menschen auf der Straße und nicht nur Jüngere, sondern auch Ältere und laufen mit dem Handy rum und spielen dieses Pokémon Go. Der geneigte Extremist wird jetzt sagen, aber warum muss man denn mit dem Handy rumlaufen? Man kann doch auch so spazieren gehen. Ja, kann man, aber macht man oft eben nicht. Wir haben alle so viele Schlachtfelder, wenn es um eine gesunde Lebensweise geht. Alles was zu einem gesunden Leben gehört, das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gepostet, oben in den Infokarten. Und die gesunde Lebensweise an sich ist ja auch wieder für viele ein eigenes Schlachtfeld, neben dem beruflichen Erfolg und der erfolgreichen Familienplanung und so weiter. Warum also nicht per Handy eine kleine Zusatzmotivation nutzen? Und die sportliche Betätigung bei dem Spiel ist ja noch nicht alles. Erinnert ihr euch an meine ersten Worte im Video? Nachteile von Computerspielen. Soziale Isolation. Ich bin schon, aber erstmal nur ganz kurz. Ja, ich weiß, man kann auch chatten und ja, ich weiß, man kann auch mit Headset miteinander verbunden sein. Aber es ist was anderes, als wenn man draußen mit den Menschen tatsächlich redet. Face to face. Ja, es gibt auch Skype. Aber real ist einfach auch der Austausch der Energien. Wisst ihr Bescheid, wie ich dazu stehe. Ich bin jetzt in der Zeit, wo ich jetzt unterwegs bin, also ungefähr 2 Wochen, schon locker mit 20 Menschen ins Gespräch gekommen. Und ja, von der Arbeit als Altenpfleger bis hin zu Börsenspekulationen, Außenpolitik, da war alles schon an Themen dabei. Der Einstieg ins Gespräch ist meistens natürlich sowas wie, ah, auch Pokémon Go. Oder wie lange hast du die Karte jetzt hier schon reingesteckt, das ist so ein Spielelement. Und aber dann, ja, dann lacht man und ja, und dann spricht man miteinander und tauscht sich aus und vor allem generationenübergreifend. Ne? Also ich spreche draußen auch die 14-Jährigen an, frage zum Beispiel wie jetzt mit der Karte, da gibt es so ein Modul, was man dann reinsteckt und das ist relativ wichtig, wie lange das da schon drin steckt. Und da frage ich kurz, hey, habt ihr das reingesteckt? Wie lang steckt das schon drin und so? Und da kommt auch erstmal, ja, weil ich habe, sage ich mal, wenn ich in meinem Live-Talk mit den 14-Jährigen rede, die duzen mich ganz normal. Aber im realen Leben, da wäre ich jetzt schon gesiezt. So, und da habe ich auch zu einem gesagt, hier, der hat so einen Basecap aufgehört. Wenn ich schon mal siezt, dann hau ich dir deinen Basecap runter. Also, es ist wirklich sehr, sehr ungewohnt für mich, die Situation, dass sie mich siezen. Aber wie gesagt, ich spreche einfach alle Menschen an. Und ich habe auch einen gesehen, wirklich einen echt älteren, also noch nicht mit Rollator, aber sage ich mal, doch schon recht vorangeschritten, ich vermute trotzdem 60, 70 und das auch mit diesem Pokémon Go rumgerannt. Den habe ich natürlich angesprochen, habe gesagt, na und Pokémon Go? Und der so, ja. Und naja, dann sind wir in uns Gespräch gekommen und da habe ich gesagt, ja, wie kommst du denn? Entschuldigung, dass ich dir anspreche. Ja, das habe ich auch sie gesagt, das weiß ich ja. Ja, es ist halt so, man spricht halt mit sie, die Leute dann doch an, ja, wenn man älter ist. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja, wie kommst du denn dazu, dass sie jetzt hier Pokémon Go spielen? Ich fühle mich selber, habe ich gesagt, schon ein bisschen so überaltert, was das Spiel angeht. Und der hat gesagt, nö, mein Enkel, der hat das mir mal gesagt und ich finde das ganz gut, da kann ich abends mal eine Runde gehen und dann tue ich ein paar sozusagen Kuscheltiere Pokémons für meinen Enkel einsammeln. Also es ist nicht sein Spiel, sondern das Handy vom Enkel und da geht er abends und sammelt dem Enkel noch ein paar Pokémons ein. Das ist doch geil, das ist doch geil, oder nicht? Ne? Und das ist alles draußen an der frischen Luft. Ne? Und ja, da kommt noch ein weiterer Pluspunkt in der gesunden Lebensweise, eben diese frische Luft, die ist essentiell. Ich muss sagen, ich bin mächtig beeindruckt. Hier wird mal die Errungenschaft der Technik in Form des Handys und des Internets absolut sinnvoll genutzt. Und man hat hier eine kostenlose Möglichkeit, sich wirklich hochgradig, je nach persönlichen Einstellung, hochgradig oder niedriggradig motivieren zu lassen. Motivation, das ist wichtig für uns. Ne? Alles was wir tun, geschieht aus einer Motivation heraus. Und ja, wenn ihr da Zugang habt zu sowas und euch motivieren lassen könnt, dann nutzt das. Ne? Man muss aber eben ja, die Aversion, die man gegenüber Computerspielen und auch Handys und nicht zuletzt diesen Kuscheltieren hat, dann auch überwinden, so denn man sie hat. Ne? Und gerade bezüglich Computerspielen und den Kuscheltieren ist mir das schon durchaus schwer gefallen. Selbst bei Handy bin ich jetzt auch nicht der größte Freund. Also ich hatte, bevor ich jetzt dieses
Pokémon Go sozusagen mal getestet habe, nur 10 Megabyte so Internet nutzen. Also das ist fast gar nichts, kannst ein paar Mails abrufen. Aber diese 10 Megabyte habe ich einfach genutzt am Anfang, um zu sehen, wie es geht. Da konnte ich so eine Stunde rumlaufen und habe das Spielprinzip verstanden. Und ja, also von daher, ja, war das dann auch gebrochen, also auch diese Aversion vor diesem Internet mit dem Handy, also so Smartphone, was heute sehr viel haben, aber ich hatte bis jetzt mal überhaupt noch keinen Zugang. Und gerade in der bewussten Gesundheitsszene finde ich, wird das eine große Herausforderung für den einen oder anderen sein. Und viele von euch ja, werden ähnlich ticken wie ich, die werden erstmal sagen, ach, Computerspiele, dann Pokémon, nee, das ist verarschen. Und dann Handy, gut, der eine oder andere ist da ziemlich handyaffin, aber ja, der eine oder andere vielleicht nicht, ne? Das ist auch Strahlung, Handy und so weiter, ist ja alles ein Thema. Und entsprechend ist das eine große Herausforderung. Aber da zeigt sich auch mal wieder, ja, wie teilweise sein eigenes Gehirn dann auch verkrustet ist, ne? Auch innerhalb eines bewussten Lebens. Das Handy ist schlecht per se, ne? Computerspiele ist schlecht und so weiter. Auch wenn offensichtlich und für alle nicht übersehbar derzeit die Menschen viel mehr an der frischen Luft sind. Die Ärzte, es gibt ja schon einige Berichte natürlich in den Medien, die Ärzte jubeln, die sagen, das ist Wahnsinn, was da jetzt abgeht. Das ist eine Revolution. Die Menschen sind viel sportlich aktiver und die sozialen Kontakte, es wird wieder mehr zusammen gemacht an der frischen Natur. Mensch, ich erinnere mich noch, wie ich als Kind, wo es noch kein Internet und noch kein Computer gab, einfach mal draußen Räuber und Gendarm gespielt habe. Wer spielt denn heute noch Räuber und Gendarm von den Kindern, also von den Jugendlichen? Vielleicht 7, 8. Aber ich habe noch Räuber und Gendarm mit 12 gespielt. Oder Fußball. Oder mit Freunden Schnitzeljagd. Ne? Solche Sachen. Und waren das nicht echt gute Zeiten? Draußen in der Natur? Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, ich habe es schon einmal erwähnt. Seit ich jeden Tag mich bei YouTube quasi engagiere und sozusagen jetzt hier diesen beruflichen Weg eingeschlagen habe und auch mich jeden Tag mit anderen bewussten Themen auseinandersetze, neue Welten entdecke und mich selber und mein Tun auch immer wieder hinterfrage, auch dank Euch und Eurem Feedback und Dinge neu ausprobiere, da werden die Tage wieder so lang wie zu Kinderzeiten und das ist so gut, das fühlt sich so gut an. Und so sehr unterscheidet sich die Schnitzeljagd von damals mit der Pokémonjagd von heute auch nicht. Auch dass mittlerweile schon jeder fünfte Deutsche, wenn man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Glauben schenken darf, das Spiel spielt. Das ist ja beeindruckend. 1 Kilometer Pokémon Go verbraucht ca. 60 Kalorien. Das bedeutet, ich verbrauche einfach mal täglich 1000 Kalorien für ein bisschen rumspielen. Gerade für diejenigen unter Euch, die noch abnehmen möchten, weil sie, ja, genau wie ich, mit Herzenslust und ohne Verstand den gesellschaftlichen Luxus, in dem wir leben, gefrönt haben, eine spielerische Alternative zum doch recht disziplinerfordernden Ausdauersport damit haben. Also Pokémon Go auf ganzer Linie nur positiv und jeder sollte das spielen, um seine Gesundheit zu pushen? Nein, natürlich nicht. Sonst wäre ich nicht Christian, wenn es nicht auch eine andere Seite gibt. Es gibt Menschen, die einfach die kindliche Freude, ein paar Kuscheltiere einzufangen, verloren haben. Weil sie ja daran denken, dass sie die Zeit lieber arbeiten, um Geld zu verdienen oder etwas Produktives im Haushalt beitragen wollen und so weiter. Ihr kennt die Gedanken, ne? Die man so hat, wenn man erwachsen wird. Oder die sich schämen, ein Computerspiel zu spielen, ne? Was dann vor allem im Computerspiel noch vorrangig Kindern zugeordnet wird. Pokémon, ne? Obwohl laut Medienberichte die Hauptzielgruppe des Pokémon Go zwischen 20 und 34 liegt, also der Student, so. Aber all diesen Menschen ist dann eins gemein, sie werden keine Motivation durch das Spiel bekommen, weil eben ihr Denken relativ starr schon ist und ja, relativ verkrustet, so. Und das ist, jeder hat ein verkrustetes Denken, die Kruste, das ist einfach. Wenn man nie über seinen Tellerrand hinausschaut, wenn man immer wieder dasselbe macht oder wenn man nichts hinterfragt, dann verkrusten die Gedanken. Das ist normal, da müsst ihr euch jetzt nicht sagen, oh, du Christian, du sagst mir, ich mag keine Computerspiele, ich bin verkrustet, du bist aber böse. Nee, ich bin auch verkrustet, total verkrustet. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja, also das trifft jeden, also nehmt das nicht als persönlichen Angriff. Ne? Konditionierung, da sind wir alle unterlegen, das ist nichts anderes als eine Verkrustung. Und wenn die negativen Assoziationen eben zu Computerspiele, zu Handy oder eben zu Kuscheltieren so stark sind, ja, dann wird das nichts mit der Motivation. Also den Leuten kann ich das natürlich nicht empfehlen. Die sehen dann auch nicht die Vorteile, sondern sie sehen
ja, was sie gelernt haben zu sehen, beziehungsweise ihr Blick ist nicht klar, da sie, ja, eben wie schon erwähnt, ja, gewisse Begriffe hören und ja, da ist dann im Endeffekt aus. Aber es gibt noch ein anderes Klientel, was das Spiel nicht spielen sollte. Die Menschen, die ein Spiel nicht aus Spaß spielen, sondern sich messen wollen und die größten Arenen einnehmen und der beste Pokémon-Trainer der Welt werden wollen. Ne? Die werden aufgrund des doch recht simplen Grundkonstruktes des Spiels und auch der ja, wahrgenommenen ungerechten Verteilung der Kuscheltiere werden da ein bisschen abgeschreckt und auch der Frust ist vorprogrammiert. Und wie wir aus dem Video zu den zwei Ebenen des Leids erfahren haben, katalysiert Frust vielfältige organische Krankheiten. Wenn ihr nicht so recht wisst, ob das was für euch ist oder sein könnte, dann probiert es einfach aus. Genauso wie ich. Einfach ausprobieren. Ich muss sagen, ich sehe hier ein richtig großes Potenzial, die Gesundheit der Welt stark positiv zu beeinflussen. Und das kommt uns allen zugute. Das unbeschwerte, unproduktive Spielen an sich und vor allem in der Natur ist egal ob als Kind oder als Erwachsener eine so dermaßen gesunde Angelegenheit, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Arbeiten komplett unnatürlich nicht in der freien Natur sind, sondern in irgendeinem Kasten drin, also in einer Wohnung oder in einem Büro oder sowas. Da kann ich nur dieses Spiel, dieses kostenlose Spiel, nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch wenn ihr denkt, ah, Computerspiel und so weiter, probiert's aus. Wie gesagt, ich war genauso. Also, wobei ich früher Computerspiele, auch intensiv Computerspiele gemacht habe, aber seit 10 Jahren eben überhaupt nicht mehr. Und ja, das ist im Endeffekt, hat nichts mehr mit dem Computerspiel zu tun. Es ist einfach zu wenig für ein Computerspiel. Aber es ist halt motivierend, weil man dann halt doch irgendwann mit mit Minigame so diesen Ball werfen muss auf dieses Kuscheltier. Und entsprechend, ja, ist es doch irgendwo ein Computerspiel. Aber ihr habt nichts zu verlieren, ne? Natürlich werden jetzt wieder einige kommen und sagen, ja, aber da gab es schon einen Autounfall und da hat mal einer nicht aufgepasst und ist den Fluss runtergestürzt und so weiter. Aber all das ist nichts im Vergleich dazu, was an positiven gesundheitlichen Fakten dem gegenübersteht. Also, eure Meinung zu Pokémon Go. Habt ihr es schon gespielt? Wie fandet ihr es? Und könnt ihr meine positiven Gedanken teilen? Ich bin gespannt. Pokémon Go bei Wasfield. Ich liebe meinen Kanal für diese Bandbreite. Einen wunderschönen Tag und bis morgen. Euer Christian.